Moin, herzlich willkommen zurück zu einer weiteren Folge Let's Play LS17 Nordfriesische Marsch, Vierfach-Map Version 1.9 ohne Gräben. Ja, wir sind dabei, einen Cosplay-Kurs im automatischen Sandverkauf praktisch einzufahren und arbeiten damit ein paar Tricks. Um den Kurs vernünftig einzufahren, mit wenig Stress. Und das hatte ich in der letzten Folge auch schon gesagt. Das zeige ich euch jetzt gleich. Wenn man lange Strecken geradeaus fährt, sagt den Kollegen, ich habe es vorher noch nicht ausprobiert, dann macht er mal Folgendes. Er fährt praktisch da, wo die gerade Strecke anfängt, fährt er hin, drückt dann den Pauseknopf und dann zeichnet er nämlich keine Punkte auf. Ihr seht das gleich. Auf der linken Seite. Jetzt da vorne habe ich nämlich wieder angefangen, auf der Hinfahrt Punkte aufzuzeichnen. Jetzt sind ganz lange keine Punkte. Und er macht gleich, wenn er einen Kurs berechnet, einfach eine gerade Linie zwischen. Zwischen dem letzten und dem ersten Punkt wieder. Ja, und genau so mache ich das jetzt nämlich auch. Das ist, ne, dann hat man nachher einen wirklich schönen geraden Kurs. Und nicht immer irgendwie so ein Hickhack. Ich weiß gar nicht, wer bei uns. Ich glaube, Dom bei uns aus dem Livestream hat mir diesen Trick erzählt. Und er macht durchaus Sinn. So, und hier seht ihr, bis dahin hatte ich aufgezeichnet und dazwischen nicht. Ich habe es vorher noch nie gemacht. Ich fange jetzt wieder an aufzuzeichnen. Und sage ihm jetzt, okay, bitte hier rum. Hier schön vor. Fahr sogar ein Stück rein. Und da sage ich dann Stopp. Und das Ganze nenne ich dann Sand. Baustelle. Sand. So. Und jetzt möchte ich gerne, dass er das Ganze zweimal abfährt, dass er Sand mitnimmt. Ich hoffe, dass Sand hier auch zu finden ist. Ja. Sand. Und das möchte ich mir jetzt eigentlich gerne mal angucken, ob er das macht. Auch ob der Kurs vernünftig geworden ist, wobei das kann ich mir hier angucken. Ja, ihr seht, schön gerader Kurs ist das nicht, gell? Das heißt, es sollte eigentlich nach Adam Riese und Eva Zwerg wenn er denn hier vernünftig aufladen würde. Das kann jetzt dann gelegen haben, dass ich irgendwie zu, also dass er hier vorne angefangen hat. Normalerweise wäre er durchgefahren, hätte das dann aufgefüllt. Wäre alles gut gewesen, hat er nicht gemacht, war meine Schuld. So, jetzt muss ich mich aber auch spuken, ich muss da noch einkaufen. So. Bin auch gespannt, ob das mit dem Abkippen so klappt. Da gucken wir gleich wieder rein. Ja, okay. Ja, der muss aufgefüllt werden, ich weiß. Dazu muss ich aber erstmal deinen Kumpel haben, im Überladewagen. Mann. Der ist es. Der muss nämlich jetzt erstmal Richtung Feld 16. Und der kann vor allem auch Licht ausmachen. Es ist ja taghell. Es ist 7 Uhr morgens. Da brauchen wir kein Licht.
So, Feld 4 ist fertig. Oh, jetzt kommen sie alle. Ich hab's gewusst. Ich muss gleich unbedingt eben schnell bei den Dingens da gucken. Das funktioniert mit dem Abladen. Also das Hinfahren, der Kurs, die Kursgenerierung war vom Feinsten. Jetzt müssen wir gucken, ob er hier vernünftig das auch abkippt. Ich weiß nicht, ob ihr die Folge gestern gesehen habt. Da habe ich, oder die gestern weiß ich gar nicht, ist Wochenende. Ich bin mit den Tagen durcheinander, dürfte mich nicht, übel nehmen. Aber das mit dem Abkippen und so, ob er das hier vernünftig hinkriegt, das interessiert mich schon. Aber bisher sieht's gut aus. Kann jetzt höchstens sein, dass er den jetzt mal versenkt da im See. Das wäre nicht so schön. Ja, das sieht doch schon schön aus. Er kippt nicht ab. Warum nicht? Er erkennt, dass hier ein Abkipptrigger ist. Aber er kippt nicht ab. So, dann fahr mal an. Okay, so. Der ist Puma, muss aufgefüllt werden. Richtig. Das machen wir auch. Okay, der Überladewagen ist auch leer. Dann machen wir den gleich mal wieder voll. Aber erstmal füllen wir den anderen auf. So, diese Hartmaschine, Sämaschine. Wo steht denn jetzt hier meine Dingenskirchen? Noch gar nicht, ne? Steht noch hier an Feld 13. Ja, jetzt müssen alle aufgefüllt werden, war ja klar, ne? Kann sich nicht mal eben
einer mit zufrieden geben. Nein. Alle kommen. Dann ist ja auch völlig okay. Welt 19. Einsteigen. Ist auch bald leer. Da brauche ich ein Saatgut. Ist echt nicht feierlich. Wo ist denn jetzt hier mein Helfer? Zu weit. Nun mach schon. Der ist auch hier. %. Das heißt, einmal kriege ich die damit noch voll. Dann war es das. Schön, schön. Ab aufs nächste Feld. Da machen wir ein bisschen Raps drauf. Oh.
Und jetzt fahren wir auf die Insel dafür. Wie es da weitergeht, das sehen wir in der nächsten Folge. Wenn es euch gefallen hat, ne, lasst mir gerne ein Like, einen Kommentar oder ein Abo. Kommt mich bei Facebook besuchen oder auf meiner Homepage. Guckt Livestreams, wenn es welche gibt. Ich kann noch nicht sagen, wann es welche gibt, wann es welche gab. Es gibt auf meiner Homepage einen Kalender, Frisium 13, und dann eine Übersicht, wann es irgendwie Livestreams gibt. Und da könntet ihr reingucken. Da stehen die Tage drin, wo fest geplant ist, einen Livestream zu machen. Da stehen die Tage drin, wo es definitiv keinen Livestream geben wird, weil jetzt schon klar ist, dass ich was anderes vorhabe. Und ja. Da könnt ihr euch informieren. So, in diesem Sinn sage ich jetzt erstmal ciao.